Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Jänik. Ich bin Learning Manager bei TTS. Ich hoffe, Sie können mich alle laut und deutlich verstehen. Ich verantworte bei TTS die Microsoft Office Qualifizierungsreihe und freue mich sehr, mit Ihnen jetzt die nächste halbe Stunde durch unsere Produktwelt durchzugehen und Sie mit Bewährtem und Neuigkeiten versorgen zu können. Nach einem ganz kurzen Blick auf die TTS möchte ich Ihnen die verschiedenen Elemente vorstellen und natürlich auch das didaktische Konzept und die Theorie, die hinter unserer Produktreihe steht, bevor wir im Anschluss an meine Präsentation gerne auch zu Ihren Fragen kommen. Wir haben gesehen, dass wir sehr, sehr großes Interesse haben. Viele von Ihnen kennen die TTS vielleicht auch schon, deswegen halte ich mich da mal ganz, ganz kurz. Aber ein paar Worte mögen erlaubt sein. Unsere Kompetenzfelder liegen in drei Schwerpunkten. Zuerst der Bereich des Corporate Learning, aus dem heraus auch diese Office-Standard-Reihe produziert worden ist. Dort werden E-Learnings und Trainings von einem schlagkräftigen Autorenteam von der TTS produziert, in der Regel mit dem zweiten Bereich der TT Performance Suite, also unserem Produkt zur Produktion von Performance Support, E-Learning und IT-Dokumentation, einem langjährig erprobten und sehr, sehr mächtigen Werkzeug, um Inhalte zu erzeugen, dass Sie bei sich oder wir auch bei uns zur Produktion einsetzen. Und der dritte Bereich ist der Talent Management Consulting Bereich, wo eine Vielzahl von zertifizierten SAP-Beratern HCM und SuccessFactors einführen können. Sie sehen, alles steht im Stern der Qualifizierung, Talent Management, Kompetenzentwicklung bei TTS. In Zahlen ganz kurz, wir sind sehr stolz darauf, in den letzten 18 Jahren inzwischen uns auf 280 Mitarbeiter hochgearbeitet zu haben. Wir sind von Deutschland kommend, hier ist unser Stammsitz in Heidelberg, international tätig in 11 Ländern und haben eine ganz große Zahl von Kunden und zufriedenen Endanwendern. Neben den Kunden sind wir auch immer stolz darauf, dass externe, unabhängige Institutionen wie Brandon Hall oder das MMB-Institut unsere Position bestätigen. Und hier haben wir auch für 2016 uns wieder ganz, ganz vorne platziert als Anbieter für Lerntechnologie und Performance Support, sowohl in technischen als auch in inhaltlichen Belangen. Wenn es um Cloud geht, arbeiten wir mit Amazon zusammen und haben auch da eine sehr, sehr gute, bewährte Partnerschaft. Wenn Sie sich für unsere Lösung entscheiden, worauf wir uns natürlich sehr freuen würden, dann sind Sie in guter Gesellschaft. Wir haben einfach hier mal exponierte Kunden, die schon mit unserer Produkt arbeiten, zusammengestellt, Referenzen, zum Teil auch gerne bereit, Auskunft zu geben, wie das funktioniert mit TTS. Dann lassen Sie uns jetzt zum Thematischen kommen und erstmal einen Blick überhaupt auf die Produktwelt werfen, die wir hier entwickelt haben. Die besteht aus drei Teilen, die den ganzen Lebenszyklus eines IT-Einführungsprojekts, eines Wechsels in Ihrem Unternehmen auf Microsoft-Produkte begleiten können. Da ist zunächst mal ein Trailer, ein Video, das das Qualifizierungskonzept beschreibt und Vorteile der Anwendungen ganz kurz anreißt, aber vor allen Dingen auch die Mitarbeiter motivieren soll zum Lernen. Das ist also einerseits für uns natürlich ein Vertriebsmittel. Wir werden uns diesen Trailer ganz kurz angucken, in einer Minute. Aber wir sehen ihn auch als Motivationselement im Projekt selbst für Ihre Anwender. Dann haben wir natürlich bewährtes Web-based Training, steht nach wie vor im Mittelpunkt, sowohl für Einsteiger als auch für Umsteiger. Auch da werden wir nachher nochmal in die Praxis gucken. Und zur Abrundung und nachher im Betrieb eigentlich ein ganz, ganz wesentliches Element, die sogenannten TT Office Guides, die Hilfe bieten in dem Moment, wenn Anwender in der Arbeitssituation eine Fragestellung haben, die Sie beantworten wollen und die natürlich auch auf der anderen Ebene Ihre IT-Betreuung, Ihre Anwenderbetreuung entlasten, indem dort weniger Fragen beantworten, indem die Selbstkompetenz der Mitarbeiter gestärkt wird.
Lassen Sie uns zum Einstieg einen Blick in den Trailer werfen. Das sind 3 Minuten kompakte Informationen, die Sie gut einstimmen in das Thema. Und da möchte ich Sie jetzt ganz kurz durchführen. Hier erfahren Sie nicht, wie Sie Dokumente speichern oder drucken, denn das wissen Sie ja schon längst. Hier lernen Sie, welche hilfreichen Neuerungen es in Office 2016 gibt und wie Sie diese sinnvoll in Ihrem Arbeitsalltag einsetzen. Steigen Sie zusätzlich auf Windows 10 um? Keine Angst. Auch darauf bereitet Sie dieses Lernprogramm vor. Wissen Sie, wie Sie im neuen Internetbrowser Edge Webseiten mit Anmerkungen versehen können? Haben Sie schon Ihre persönliche Assistentin Cortana um Rat gefragt? Das Lernprogramm verrät Ihnen mindestens 12 neue Windows-Funktionen, die Sie unbedingt beherrschen sollten. In 22 Lerneinheiten zu Word, Excel, PowerPoint und Outlook lernen Sie, wie Sie die Neuerungen von Microsoft Office 2016 ganz praktisch in typischen Arbeitssituationen einsetzen können. Vielleicht sind für Sie besonders die neuen Funktionen interessant, die Ihnen die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen vereinfachen. Dann üben Sie, wie Sie gemeinsam und in Echtzeit ein Dokument bearbeiten oder wie Sie Ihre Teamkommunikation in Gruppen sammeln. Lieben Sie Zahlen? Dann lassen Sie sich von Excel Power Query beeindrucken. Kritzeln Sie gerne? Mit den neuen PowerPoint-Freihand-Tools können Sie Ihre Präsentationen endlich auch manuell verschönern. Und falls Sie es einmal ganz genau wissen wollen, die Office-übergreifenden intelligenten Funktionen sind stets zur Stelle. Jede Lerneinheit beginnt mit einer Aufgabe aus einem ganz normalen Arbeitsalltag. Die Zusammenarbeit mit den lieben Kollegen, das Chaos im papierlosen Büro, vieles wird Ihnen bekannt vorkommen. Ihr persönlicher Trainer führt Sie durch die täuschend echte Software-Simulation. Führen Sie die einzelnen Bedienschritte aus, als befinden Sie sich in der echten Anwendung und meistern Sie so die im Fallbeispiel beschriebene Aufgabe. Abgerundet wird jede Lerneinheit durch eine Quizfrage und die Zusammenfassung der wichtigsten Themen. Und selbstverständlich können Sie sämtliche Inhalte auch ausdrucken. Sie haben das Lernprogramm durchgearbeitet und dann geht's los mit Ihrer täglichen Arbeit und mit den Guides. Die Guides für Microsoft Office 2016 und Windows 10 unterstützen Sie genau dann, wenn Sie Hilfe bei der Arbeit brauchen. Die Orange unten rechts auf Ihrem Bildschirm erkennt, in welcher Anwendung Sie sich gerade befinden und schlägt Ihnen den passenden Guide vor. Dieser leitet Sie Klick für Klick durch die Bearbeitungen. Das ist gerade bei selten genutzten Funktionen sehr hilfreich. Ein Beispiel. Sie haben eine neue Berufsbezeichnung und möchten in Outlook Online Ihre Signatur aktualisieren. Das machen Sie nicht jeden Tag. Wo war doch gleich die passende Funktion? Rund 1000 Guides für Office 2016, Office 365 und Windows 10 helfen Ihnen bei fast jedem erdenklichen Problem weiter und führen Sie zum Ziel. Wir wünschen Ihnen viel Freude am Lernen und bei der Arbeit mit Office 2016. Ja, so viel zu unserem Trailer. Ein kleiner Einblick und von diesem Praxisblickwinkel wollen wir noch mal ganz, ganz schnell in die Theorie, in unser didaktisches Konzept gehen. 70-20-10, viele von Ihnen werden das kennen. Im Mittelpunkt unserer Arbeit und auch unserer Produkte steht das Lernen am Arbeitsplatz. Das heißt, die Anwender immer mehr mitzunehmen, wenn sie in ihrer Arbeitssituation sind, sie immer weniger herauszureißen, aber mit Web-based Trainings natürlich auch die vorderen Aspekte des Lernens, des formalen Lernens und auch des Coachings oder der Einweisung in Arbeitssituationen, zum Beispiel durch Vorgesetzte, zu unterstützen. Wenn wir uns das kurz mal in einem Kurvendiagramm angucken, viele von Ihnen kennen vielleicht auch die klassische Vergessenskurve nach Ebbinghaus, die hier im vorderen Bereich im formalen Lernen, also das heißt vor der Einführung in einen Go-Live von einem Produkt, die Mitarbeiter schult, entweder in Frontal-, in Präsenztrainings oder auch mit Web-based Trainings. Und dann setzt eben dieser Effekt ein, bis die Software zur Verfügung steht, dass vieles an nützlichem Wissen wieder verloren geht und sich im klassischen On-the-Job-Learning wieder erarbeitet werden muss von den Mitarbeitern. Unser TTS-Ansatz
geht in die Richtung, dieses formale Lernen etwas nach hinten zu verlagern, auch genau zu gucken, wie viel davon eigentlich nötig ist, damit hier Effizienzgewinne eintreten, dass die Mitarbeiter möglichst wenig tun, aber ausreichend geschult werden. Wir unterstützen Blended Learning Konzepte, also den Mix aus Präsenz und Web-Based Training. Und dann, wenn die Anwendung zur Verfügung steht, dann setzen wir auf Performance Support, das heißt auf Hilfsmittel mit unseren Guides zum Beispiel, die die Anwender befähigen, sehr schnell Lücken zu füllen, ihr Wissen wieder aufzufrischen oder auch hier im weiteren Bereich zu perfektionieren, und dafür stehen neben den Guides natürlich auch die Web-Based Trainings wieder zur Verfügung. Die 5 Augenblicke, in denen Wissen benötigt wird, die unterteilen wir in den Bereich des formalen Lernens, vor allen Dingen neue Dinge kennenlernen, neue Produkte kennenlernen, wie zum Beispiel die Kollaborationswerkzeuge von Office, von Microsoft, oder eben zusätzliche neue Funktionen kennenlernen. Und im Performance Support Bereich die 3 weiteren Augenblicke, Moments of Need, sich an etwas zu erinnern, also das Beispiel aus dem Trailer, den Abwesenheitsassistenten oder die Signatur zu erneuern oder eine ganz konkrete Fragestellung, ein Problem zu beantworten oder Neuigkeiten zu vermitteln. Das sind kleine, ganz gezielte Wissenselemente und Fragestellungen, und dafür haben wir eine Lösung entwickelt. Die wollen wir uns jetzt angucken mit unseren Produkten. Und wir starten ganz klassisch mit den Web-Based Trainings für die Microsoft-Produkte. Wir haben hier verschiedene Zielgruppen im Blick, nämlich einmal die Nutzer der Kollaborationswerkzeuge Skype for Business, OneNote, SharePoint, die nach unserer Analyse und Beobachtung immer mehr Raum greifen, immer mehr Akzeptanz finden in Unternehmen und bewährt und erprobt die Umsteiger Web-Based Trainings für Microsoft Office, für Anwender, die schon mit den Kulturtechniken von Office-Produkten und vom Betriebssystem vertraut sind und jetzt die Neuigkeiten, die Verbesserungen kennenlernen wollen. Dasselbe gilt eben auch fürs Betriebssystem. Bei den Umsteiger-WBTs konzentrieren wir uns auf das Bedienkonzept und die wichtigen neuen Funktionen. In Summe stehen Ihnen 7,5 Stunden Lerninhalt zur Verfügung für Ihre Anwender. Wir haben das klar strukturiert. Jedes WBT beginnt mit einer kurzen inhaltlichen Einstimmung. Wir haben ein szenariobasiertes Lernen vom didaktischen Konzept her, damit es besser ankommt, damit es auch ein bisschen abwechslungsreich ist. Und dann gehen wir natürlich in eine ganz hochwertige IT-Simulation. Wir gucken uns das gleich am Beispiel an. Zu unseren Web-Based Trainings gehört dazu eine sogenannte IT-Dokumentation als Nachschlagewerk, als PDF aufgelegt oder auch als Seminarunterlage, wenn Sie noch Präsenztrainings anbieten wollen. Technologisch unterstützen wir natürlich alle Standards, und vor allen Dingen können Sie ab sofort jederzeit 5 Sprachen sofort aus dem Regal auswählen, je nach Ihren Erfordernissen, und mit der bewährten Performance Suite und Knowledge Force Technologie auch weitere Sprachen auf Anfrage bei uns bestellen. Gucken wir mal hinein in die Praxis, wie sieht Web-Based Training jetzt aus für Office. Ich hoffe, Sie können es gut erkennen. Wir haben hier mal einen kleinen Verteiler aufgelegt mit unserer Produktfamilie im linken Bereich Microsoft Office, bewährtes und bekanntes, und die neuen Produkte, die jetzt im Laufe dieses Frühjahrs rausgekommen sind, Skype for Business, OneNote und SharePoint. Und dann lassen Sie uns mal hineingucken in SharePoint. Sie sehen hier einen Verteiler, den Sie auch nutzen können, wenn Sie möchten, wenn Sie nicht die Knowledge Force schon im Einsatz haben, der recht übersichtlich die Lerninhalte Ihnen zur Verfügung stellt. Wenn ich hier aufklappe, dann finden Sie direkt einen Überblick, was so alles drinnen steckt in SharePoint auf der Lektionen, auf der Objektebene. Und wenn wir hier mal einen Blick werfen in die grundlegenden Funktionen, dann erleben Sie auch gleich noch, wie das in Praxis aussieht. Grundlegende Funktionen: Inhalte hinzufügen, lesen und bearbeiten. Nach Bearbeitung dieser Lerneinheit können Sie ein Dokument öffnen, um es zu lesen, ein Dokument in der Web-App bearbeiten und ein Dokument oder einen Ordner erstellen. Nehmen Sie sich dafür etwa 10 Minuten Zeit.
Sie haben es jetzt schon gemerkt, unsere Produkte sind natürlich multimedial voll vertont. Wir arbeiten mit zwei Sprechern, einer Sprecherin, einem Sprecher, um Abwechslung hineinzubringen und Akzente zu setzen und haben jetzt gerade hier den Einstimmungsbereich, den Überblick gefunden. Sich noch einmal verändert und Sie müssen verschiedene Dokumente aktualisieren. Davon hängen die meisten der Aufgaben ab, die Sie noch erleben. Sie werden jetzt eingestimmt in das Szenario des WBTs und das Ganze ist natürlich auch ein bisschen grafisch nett aufbereitet, damit es Ihren Anwendern Freude macht und auch ein bisschen dem Stand der Technik, der heute erwartet wird, entspricht. Wir sind jetzt. Er kann das Excel-Dokument in SharePoint bearbeiten, indem er einfach auf den entsprechenden Namen klickt. Klicken Sie auf Teilnehmer. Wir sind jetzt im dritten Schritt schon mitten in die Vollsimulation von SharePoint hineingegangen. Auf der rechten Seite finden Sie immer die Steuerungs- und Lerninformationen. Und wenn Sie so ein bisschen meiner Maus folgen, dann sehen Sie, dass wir hier nicht in SharePoint sind, sondern eben in der Simulation, die wir nachgebaut haben, die sehr, sehr perfekt ist, sodass die Lerner wirklich sich ganz zu Hause fühlen. Und hier mit den Handlungsanweisungen auch ein klares Signal kriegen mit Hervorhebung, was als nächstes zu tun ist. Ich denke, viele von Ihnen kennen das Konzept. Zunächst. Und ich möchte Sie jetzt noch kurz mit ein paar Feinheiten vertraut machen. Einmal haben wir hier unten eine Sprungliste eingebaut, die ganz gezielt erlaubt, Punkte anzuspringen, die vielleicht relevant sind. Das Ganze richtet sich immer oder ist immer ganz stark ausgerichtet danach, die Anwender gezielt auf Wissen hinzubringen, wenn eben eine Frage zu einem der Themen besteht, dass nicht das ganze WBT durchgearbeitet werden muss, sondern mit einem Mausklick kommen Sie an die entsprechende Stelle bzw. Ihr Anwender. Und vorhin schon im Trailer angedeutet, auch das Quiz ist mit dabei, also das heißt am Ende eine Wissenskontrolle oder eine Eigenkontrolle, wo man eben Fragen beantworten kann und dann auch ein kurzes Feedback nochmal kriegt, das ist richtig. Unsere Assistentin hier, die Orange, gibt dann kurze Erläuterungen, bevor es in der Zusammenfassung den Gesamtüberblick gibt. Das einmal als Einblick und Überblick in SharePoint und wie ein Web-based Training sich dann so live anfühlt. Wenn wir hier nochmal einen ganz kurzen Blick in den Office-Verteiler, in den klassischen werfen, dann sehen Sie hier vollgepackt mit Inhalt und eben für Umsteiger ganz, ganz viele intensive Informationen, die auch genau nach demselben Konzept wie gerade für SharePoint gesehen aufgerufen werden können. Zum guten Schluss der WBT-Einstimmung noch einen Blick, wo wir es auch praktisch Ihren Anwendern und Kunden leicht machen im Unternehmen. Hier können Sie Präferenzen entweder vorgeben oder wählen lassen. Diesen persönlichen Trainer, also die Orange, dem einen oder anderen mag die nicht gefallen, die lässt sich ausschalten. Und wenn ich noch effizienter zugange gehen will, zu Rate gehen will beim WBT, dann kann ich auch das Szenario ausschalten und Multimedia, der Text wird immer vollständig auch angezeigt. So viel mal zu einem kurzen Blick in unsere Web-based Trainings und dann schalte ich zurück in die PowerPoint. Wir haben Ihnen zum Nachlesen, zum Studieren nachher die Inhaltsangaben hier zu unseren neuen Web-based Trainings, zu den Kollaborationswerkzeugen dazugepackt. Das sind 3,5 Stunden intensives Coaching, intensives Lernen und die bewährten Office-WBTs, die geben dann die restlichen 4 Stunden ab zu den 7,5, alle Inhalte für E-Learning. Dann lassen Sie mich jetzt zum Abschluss zu den Guides noch kommen, zum Performance Support. Hier haben wir keine Zielgruppendifferenzierung mehr. Alle Nutzer von Office-Produkten, von Kollaborationswerkzeugen und Windows haben wir im Fokus. 1000 Guides analysiert und aufbereitet zu den Funktionen und Befehlen, die viel benutzt werden oder die nach unserer Kenntnis und Analyse eben auch Schwierigkeiten machen. Aufgerufen werden
die Guides über den TTS Quick Access. Den zeige ich Ihnen gleich. Und damit diese Menge der 1000 Guides gut gehandelt wird, haben wir natürlich uns technologisch viel einfallen lassen, den Kontext zu analysieren und die Guides genau dann an den Start zu bringen und zu der Anwendung, in der sich der Benutzer, der Anwender gerade findet. Und dann Klick für Klick ganz schnell, ohne Umwege, wie ein Navigationssystem durch die Anwendung zu bringen. Verfügbar auch hier alle Guides in 5 Sprachen. Und dann lassen Sie uns hier noch einen Blick hineinwerfen. Sie haben es schon angedeutet gesehen, unser Markenzeichen, die Orange unten rechts am Bildschirm, die startet den Quick Access und wenig überraschend, ich bin in PowerPoint, Quick Access hat das sofort erkannt und zeigt mir hier die relevanten Guides. Wenn ich jetzt in Word wäre und einen Brief schreiben würde, dann würde Word auch das sofort erkennen und hier die Inhalte verändern. Bei der Produktion der Guides, ich habe das schon erwähnt, haben wir uns von Praxisfragen leiten lassen und ich möchte Ihnen hier jetzt einmal ganz kurz ein paar Guides noch zeigen. Ein Beispiel in PowerPoint, wenn Sie eine Präsentation zusammengebaut haben, ist immer die Frage, Übergänge zwischen den Folien, sind die schön einheitlich? Und jetzt sehen Sie mit einem Mausklick, was passiert. Im Hintergrund liegt PowerPoint. Ich bekomme ganz gezielt hier die Hinweise, was ich zu tun habe. Ich werde geführt mit ganz schnellen, kurzen Anmerkungen und kann mir dann eben hier die Funktion auswählen. Und den Kniff auch dazu, wenn ich das für eine Folie gemacht habe, kann ich das einfach für alle übernehmen. Wir haben hier noch eine Rating-Funktion eingebaut und dann ist es durch. Sie sind nach dem Guide auch sofort wieder in der Anwendung, die eine Rolle spielt, die hier von Relevanz ist. Wenn ich diese Kontexterkennung, wenn die mir nicht direkt die richtige Hilfe bietet oder wenn ich vielleicht auch gezielt weiß, wonach ich suche, dann kann ich das natürlich auch machen. Ich habe hier oben rechts im Quick Access ein Suchfeld, wo ich Schlagworte eingeben kann und suchen kann. Und der Quick Access filtert dann aus der Menge der verfügbaren Informationen genau die, die relevant sind. Zur Abrundung, wir sind jetzt diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen durchgegangen, haben die einmal angeguckt. Sie finden hier natürlich auch noch mehr Detailinformationen. Das sind Dokumente, das können zum Beispiel IT-Dokumentationen sein, die wir vorhin angesprochen haben, die ich hier mit einem Mausklick aufrufen kann. Oder auch, wenn ich in den Performance-Support-Gedanken, dass ich vertieftes Wissen mitbekommen will, auch Selbstlerneinheiten, also der etwas sperrige Name für Web-Based Trainings, direkt aus dem Quick Access starten und habe dann eine ausführlichere Information im Gegensatz zu der Schritt-für-Schritt-Anleitung. So, und hier wäre ich dann schon mitten in der Arbeit, kann mir zum Beispiel dann mit der Sprungliste gezielt ein Objekt aussuchen. Sie sehen, es geht immer darum, effizient das Wissen zu verteilen an Ihre Anwender. Das mag für den Moment schon mal reichen oder für dieses kurze Webinar. Die Zeit neigt sich dem Ende. Wir haben Ihnen einfach auch hier nochmal einen kurzen Überblick gegeben, wie sich die Mengengerüste so verteilen bei den Office Guides, also klassisches Office, klassische Bürokommunikation, aber auch die neuen Themen wie Skype for Business, Office Online sind dort aufgenommen. Auf einen Blick. Und zum Abschluss nochmal, was haben wir gesehen in der letzten halben Stunde? Eine Komplettlösung für den Umstieg auf neue Microsoft-Produkte im Office-Bürokommunikationsumfeld, für die Anwender jederzeit verfügbar, flexibel zur Hilfe, zum Selbstlernen und am Arbeitsplatz, in der Arbeitssituation, im Moment of Need. Wir haben diesen Dreiklang uns angeguckt, einen Trailer in der frühen Phase Ihres Migrations- und Einführungsprojekts, um die Anwender zu informieren, um sie schon mal einzustimmen, E-Learning als formales Lernmedium und TT-Guide als Unterstützung am Arbeitsplatz für die besagten 1000 Fragen. 5-sprachig
Und die Schlussbemerkung, Sie können die Produkte, also gerade auch die Guides, natürlich erweitern für Ihr Unternehmen, für Ihre Organisation, eigene Anwendungen dazu setzen. Das ist dann eine Erweiterung unseres Standardprodukts, für die wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung stellen.